Chloe betrogen und in Wien, Kim und Kourtney brechen Urlaub ab. Die Schwestern halten zusammen. Eigentlich Urlaub Kourtney Kardashian, 38, unter anderem mit Sis Kim, 37, auf den Bahamas. Während es den zwei Kurven Queens unter der karibischen Sonne offensichtlich kaum besser gehen könnte, durchlebt die schwangere und zu Hause gebliebene Chloe, 33, ein absolutes Drama. Ihr Freund und Barbie-Daddy Tristan Thompson, 27, hat sie während der Schwangerschaft mehrfach betrogen. Jetzt soll die Blondine sogar schon in frühzeitigen Wehen liegen. Kein Wunder also, dass ihre Geschwister ihre Traumreise abbrechen und sofort zu ihr fliegen. Hat den Turks an Caicos Inseln bereits den Rücken gekehrt. Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Dreifachmama im lässigen Jogging-Look in Los Angeles. Auch Kim tritt in wenigen Stunden die Rückreise an. Laut TMZ soll die Ehefrau von Kanye West, 40, am Donnerstag oder Freitag bei Chloe im Krankenhaus sein. Für ihre Schwester lassen die Reality-Stars eben alles liegen und stehen auch den Atlantik und kilometerlangen weißen Sandstrand. Momaja Kris Jena, 62, ist bereits bei ihrer Tochter in der Klinik. Die gesamte Familie soll in großer Sorge um die Bald-Mama sein. Dass Chloe so gedemütigt hat, verärgert den gesamten Kardashian-Jena-Clan zutiefst. Auch die Mädels sollen erst am Dienstag durch die Fotos, Videos und das Sextape von dem Betrug des Basketballprofis erfahren haben.